Also im Krankenhaus ab 40 aufwärts, sagt man, gehört zur Routineuntersuchung, auch wenn es keiner sauber macht. Aber in der Praxis solltet ihr euch angewöhnen, über Sexualität halt doch mal so vielleicht überlegen, ob das irgendwie reinspielt. Es traut sich aber keiner anzusprechen. Aber viele, viele, viele Probleme in der Medizin liegt der Hase im Pfeffer im Thema Sexualität eigentlich. Ja. Inwiefern? Weiß nicht, Partnerschaftsprobleme, Zuckersucht, egal von welcher Seite. Zucker heißt ja Liebe an Futtern, ne? Natürlich. Mhm. So meine Ex-Chefin, die hat Fehlernährung, Sexualität angesprochen. Nierenprobleme, sind Partnerschaftsprobleme. Überhaupt, der Mensch ist erst ein Mensch, wenn er sich mit dem Thema Liebe auseinandersetzt, weil er ja kein Tier ist, wo nur Hormon- und Fruchtbarkeitszyklus abhängig Liebe machen kann. Was ein Mensch zu Menschen macht, ist die Möglichkeit der Sexualität unabhängig von Fruchtbarkeitszyklen. Das macht ihn zum Mensch, das ist der Sündenfall. Und damit hat er auch eine ganz tiefe Aufgabe, sich mit diesem Thema Liebe auseinanderzusetzen. Und er kann in diesem Thema Himmel und Hölle zugleich erleben. Also und ganz viel reifen. Und was heilt, ist immer die Liebe. Thema Liebe, Nähe oder so. Ne? Was heilt, ist immer die Liebe. Und die stärkste Kraft, die heilt, ist sich verlieben. Jeden Tag neu. Notfalls sind der eigene Partner. Erspart Stress. Notfalls. Notfalls. Okay. Wir schreiben ja darüber ein Buch. Ja. Rektale Untersuchung. Wie macht ihr das? Ihr legt den Patienten einfach so zur Seite, gell? Handschuhe an, drüber noch ein Fingerling zusätzlich, Vaseline, Schmier, Nivea, irgendwas, was ihr findet, Pobacken spreizen und erstmal gucken, ob ihr äußere Hämorrhoiden seht oder eine Entzündung am Anus. Also, oder ein Pilz, so intertriginöse Pilz oder sowas. So, dann geht ihr langsam rein und prüft den Sphinktertonus. Also, wenn ihr einen zu starren Sphinktertonus habt, durch Operationen, gibt es ja Vernarbungen manchmal, oder durch so verkrampfende Typen, so syphilitische, zwangsneurotische, allergische Typen. Nix. Nee, er sagt zum Beispiel, was syphilitisch und jetzt beschreibt das auch noch. Männer. Also so Zwangsneurotiker, die haben ja oft manchmal so Arschbacke-Zammepfätze. Das machen die ihr Leben lang, bis sie Verstopfung haben, bis nichts mehr rausgeht. Gell? Dann die müssen dann dehnen, die brauchen dann Analplax, um sich zu dehnen. Morbus Hirschsprung gibt es auch. Ja. Oder mein Kind mal untersucht. Megakolon. Morbus Hirschsprung ist aber das Megakolon. Genau, fettes Kolon. Da musst du ausräumen. Ja, also es gibt zu engen Sphinkter, dann können die Leute nicht mehr, haben sie Verstopfung und du musst digital dehnen und ausräumen oft. Es gibt aber auch Menschen, die operiert sind, wo das Gegenteil ist oder die halt einfach schlaffes Bindegewebe haben oder ja auch Nebenwirkungen von Medikamenten, was weiß ich, wo der Anus so schlaff ist, dass sie eben inkontinent sind und ständig Stuhl hinter sich lassen. Also beides ist nicht toll natürlich, egal wie. Wir prüfen also den Sphinktertonus, hat ja eine gewisse Aussage. Gell? Dann gehen wir prüfen am Analring die inneren Hämorrhoiden. Das tut natürlich weh, diese Knötchen. Das sind ja nichts anderes als venöse Trompen. Im Analbereich haben wir viele Venengeflechte und da können dann Trompen, so punktförmige Trompen entstehen. Und wenn die dann entzünden, tut es halt weh, das sind die Hämorrhoiden. Ja? So, also reingehen, Sphinktertonusprüfung, Hämorrhoidenprüfung und dann Analfissuren. Analfissuren sind Schleimhautrisse, tut auch sakrisch weh natürlich, da schreit der wie am Spieß. Dann gehe ich rein, so halt ein bisschen gucken und dann also prüfen. Und wenn ich dann ganz drin bin, kann ich mit meinen kleinen kurzen Wurstfingerlingen gerade so mit der Spitze die Prostata erreichen. Und die Prostata ist symmetrisch, ist kastaniengroß, so beschreibt man das, kastaniengroß. Prall elastisch und sie hat einen Sulcus, also eine Rinne in der Mitte. Also wie so zwei Pobäckchen. Und der Sulcus ist tastbar. Prall elastisch, kastaniengroß, Sulcus tastbar, symmetrisch. Dann ist alles in Ordnung. Wenn das Ding aber plötzlich der Sulcus nicht mehr tastbar ist und das Ding vergrößert ist und der Sulcus verstrichen ist, also diese Rinne, dann habe ich ein Prostata-Adenom. Gutartige Prostatavergrößerung. Das ist eine Prostata-Hyperplasie. Das ist keine Hypertrophie, ist eine Hyperplasie. Also eine echte Zellvermehrung. Insofern ein echter, gutartiger Tumor. Ist die Prostata immer da oder kommt die erst mit der Pubertät? Nein, die ist immer da. Immer da. Ach so, gute Frage. Ja. Die ist schon vorher da, aber ist noch klein halt. Wahrscheinlich. Die ist schon immer da.
Und das wäre der prostatale Adenom, fühlt sich immer noch weich an, aber halt vergrößert. Wenn ihr dann aber das anfühlt wie der Knochen hier, hart, und das Ding ist vielleicht sogar asymmetrisch, also nicht mehr symmetrisch, die Pobecken dieser Hälften, dann ist es Verdacht auf Prostatakarzinom. PSA-Test machen und der dann im Vergleich alle Halbjahr getestet, zeigt dir dann an, wie die Aktivität eines PS-Prostata-Geschichte ist. Ja? PSA ist prostataspezifische Antigen, ist euer Marker für Prostata. Okay, so, dann geht ihr mit dem Fingerling wieder raus und guckt ihn nochmal schön an, ob Blut dran ist. Hellrotes Blut bedeutet Polypen, die bluten von oben, oder eben Analfissuren, Risse, Wunden, also ob Blut halt dran ist. Schwarzes Teerblut, Teerstuhl bedeutet, oh, Blut hat Kontakt mit dem Magensäure gehabt, dann kommt das Blut von weiter oben, geht schon länger, steckt ein blutendes Magengeschwür dahinter oder schweres Nasenbluten, kann es auch mal sein, oder eine schwere Refluxösophagitis, dann müsst ihr notfallmäßig eine Notgastroskopie veranlassen. Ne? Teerstuhl ist also immer ein Notfall-Einweisungsgrund. Ja? Rotes Blut kann man erstmal abwarten, blutet es länger, wie lange, war das nur eine einmalige Geschichte, weil er mal irgendwie halt ein bisschen wund entzündet ist oder sich verletzt hat. Wenn es aber halt dauerhaft ist, braucht er auch eine Koloskopie und dann muss man die Polypen oder Colitis ulcerosa oder diese Dinge halt abklären dann. Ja? Okay? Ja, damit haben wir die Rektaluntersuchung und damit sind wir, yippie, fertig mit der Ganzkörperuntersuchung. Und jetzt können wir aber, da ihr ja so 1-Plus-Schüler seid, noch eine Knie- und Sportler unter uns sind, eine Knie-Spezialuntersuchung machen. Knie ist so schön systematisch und deswegen zeige ich euch das jetzt mal schnell. Ihr könnt es auch ganz flott nachmachen, wenn ihr wollt. Also ich tue mir die Knie so 30 Grad nebeneinander und wenn ich eine tanzende Patella habe, also einfach so klung, groing, 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 die Patella tanzt auf so einem Wasserkissen und ich habe hier keine Kuhlen mehr und keine Konturen mehr, sondern so Wasserkissen, also so ein dickes Knie halt. Und ich kann das Wasserkissen hier hin und her und hier hin und her mit tanzender Patella. Diagnose, Knieerguss. Logisch, okay? So. Dann kann ich prüfen die Seitbänder. Wenn dieses Band hier gerissen wäre, dann würde ich, wenn ich hier dagegen halte und so mache, eine Aufklappbarkeit sein. Das heißt, ich hätte hier eine Aufklappbarkeit, wenn das Bein gerissen ist. Logisch. Seitliche Aufklappbarkeit. So. Das wäre dann das Ligamentum collaterale. Laterale wäre halt gerissen. Das gleiche gilt für das innere Band, wenn ich da dagegen halte und so mache und es wäre jetzt nach außen aufklappbar, dann wäre das innere Seitenband im Knie gerissen. Auch Logo, gell? Prüfe ich dann hier auch nochmal, die sind halbwegs stabil, die Bänder. Dann prüfe ich das sogenannte vordere Schubladenphänomen. Also praktisch, wenn ich das Knie jetzt mir so vorstelle hier und ich kann es nach vorne das so rausschieben, dann wäre das vordere Kreuzband gerissen. Das vordere Kreuzband gerissen, vordere Schubladenphänomen. Wenn ich das Knie nach hinten, also so nach hinten wegschieben kann, dann wäre das hintere Kreuzband gerissen. Oh, Seitenvergleich, ist nichts, ist stabil. So, jetzt kommt die Meniskusprüfung. Und da muss ich kreuzweise denken. Innenrotation im Unterschenkel, also Innenrotation hier, im Unterschenkel drehe ich nach innen. Innenrotation. Außenmeniskus gerissen oder kaputt, dann wäre die Innenrotation schmerzhaft. Außenrotation bedeutet, Innenmeniskus könnte gerissen sein, wenn das wehtut. Außerdem habe ich beim Innenmeniskusriss, der ja der häufigere ist, weil der Innenmeniskus größer ist und mit der mit der Kapsel verwachsen ist, habe ich meistens Innenmeniskusprobleme. Also da hätte ich jetzt, wie gesagt, dieses Phänomen, Außenrotation tut innen weh. Gleichzeitig hätte ich einen Druckschmerz hier im medialen Kniegelenksspalt, passt auch zum Innenmeniskus. Und gleichzeitig die sogenannte Hyperextensionsschmerz. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterdrücke, diese Hyperextension tut auch sau weh und auch gleichzeitig das Peyer-Zeichen, also das hier, Schneidersitz, das tut auch weh beim Innenmeniskus. Das sind alles Innenmeniskuszeichen, okay? Ja, damit haben wir Knie durch, das war's. Kann man am Sprung auch testen, ob da ein Band gerissen ist oder so? Ja klar, also die Aufklappbarkeit im Röntgenbild wird ja hier geröntgt.
wenn hier Außenbandrupturen sind, das Typische, ja, dann wird so aufgeklappt und geröntgt. Und wenn dieser Winkel hier zu groß ist, sehe ich im Röntgenbild, das Band ist gerissen. Also ohne Röntgen wird man das. Ich sehe es auch ohne Röntgen. Wenn er ein typisches Supinationstrauma gehabt hat, also das Supinationstrauma, und es tut hier weh, dann weiß ich, das ist eine Außenbandruptur. Das ist so eine typische Vulvalverletzung. Ich schicke die alle zum Röntgen, aber ich schicke sie deshalb zum Röntgen, um abzuklären, ob nichts am Knochen ist. Weil ob nachher dann ein, zwei, drei Bänder gedehnt oder gerissen sind, hast du faktisch, solange es nicht am Knochen irgendwas hast, genau 6 Wochen, ja. Der kriegt seine Schiene, dann macht er seine Sachen, nach 6 Wochen ist der voll belastet. Ja. Man muss also nicht eine Außenbandruptur operieren, das bringt nicht viel. Genau. Okay. Also deshalb, auch so gehaltene Aufnahmen, sage ich immer, lass es bloß nicht machen, lass einfach nur gucken, ob irgendwas ist, weil es früher habe ich ja so schön noch gehaltene Aufnahmen, wer die mal gemacht hat, die fragst du mal. Eine ganz angenehme Sache und die brauchst du. Ja. Also, um zu gucken, welches Band und wie viel, vollkommen egal, weil du interessiert. Okay, möchtest du jetzt nochmal untersuchen, ein Video haben? Ein schnelles Video?